den 100, die ich hier mir gewünscht habe für heute. Patrick ist auch schon im Spotlight. Ich hoffe, alle können ihn schon groß sehen, der heute durch die Night of the Prompts führt von Spirit Link. Bin ich total gespannt. Und eine kurze Sache will ich nur zur Einführung sagen. Wir haben übrigens auch eine Signal-Chat-Gruppe. Also wer Lust hat, damit einzutreten und oder auch für organisatorische Fragen, ne, nutzt gern diese Gruppe. Das ist der schnellste Weg, um mit uns in Kontakt zu kommen, falls irgendwas zwischendurch ist. Und ich poste jetzt mal nur schnell noch im Chat den Link. Für diejenigen, die da gern beitreten wollen, macht das gerne. Kommt aber auch nochmal im Newsletter und ja, wird auch auf der Website noch ergänzt. Das hatten wir irgendwie vergessen. Sorry. Und damit gebe ich gleich weiter eigentlich, weil ich will gar nicht so viel reden. Patrick ist heute the man. Cool, danke. Jetzt mal kurz die Frage, Cornelia, brauchen wir noch eine kurze Einleitung oder Einführung oder lassen wir Patrick einfach jetzt loslegen? Patrick, wie ist dir? Soll ich noch mal kurz eine Herleitung machen? Nee, ich kann das selber starten. Gut, wunderbar. Dann, okay. Dann müssen wir jetzt auf Aufzeichnen klicken. Ach, haben wir schon. Perfekt. Super. Genau. Dann bin ich jetzt still, Patrick, und überlasse dir tatsächlich mal die Bühne. Danke, Sada. Hi an alle. Ich bin der Patrick, auch von Spirit Link. Ich arbeite bei uns in der Medizin. Und wir haben bei uns in der Firma sehr viel mit Texten und Studien und Content-Generierung und Inhalten zu tun. Und wie Cornelia und Tom ja schon in der Einleitung dieser Woche erzählt haben, wir haben als Firma gemerkt im letzten Jahr, dass wir an den ganzen AI-Themen nicht mehr vorbeikommen. Und da irgendwas tun müssen, verschiedene Angebote schaffen, um die Leute bei uns in der Firma abzuholen, da wo sie stehen, mal mit diesen Tools vertraut zu machen, so Berührungsängste zu nehmen und die Möglichkeiten aufzeigen zu können, was wir eigentlich als Agentur damit anstellen können, wo es uns bei uns einen Produktivitätsvorteil gibt, wo es bei uns einen Kreativitätsvorteil gibt, wie wir diese Tools einfach möglichst für uns nützlich und nutzbar machen. Und da haben sich verschiedene Lernmodule bei uns entwickelt und eins davon stelle ich eben euch heute vor, die Night of the Prompts. Das haben wir nämlich einfach speziell für unseren Fall uns zusammen ausgedacht und zusammen überlegt. Und das war einfach ein Format, was super funktioniert hat. Und davon möchte ich euch einfach mal so berichten, wie das entstanden ist, wie die Idee davon war, was wir da gemacht haben und wie das Feedback ausfiel. Dafür brauche ich jetzt wahrscheinlich so die nächsten 10 bis 15 Minuten. Und dann können wir gerne dazu übergehen, auf die Fragen von euch, was euch dazu interessiert. Und dann ist, glaube ich, die halbe Stunde auch bald schon rum. Ich habe ein Slide dazu vorbereitet, das teile ich mal. Und das beginnt sehr schön mit dem AI-generierten Bild, wie ihr euch das vorstellen konntet, wie es bei uns aussah. Und wir setzen halt bei Spirit Link einfach ein großes Augenmerk drauf, diese freiwilligen Lernangebote zu haben, weil wir diese intrinsische Motivation fördern wollen, lernen zu wollen und einfach neue Dinge kennenzulernen. Und das mit diesen Formaten, die wir einfach entwickeln können, möglichst attraktiv zu machen. Deswegen gab es die Night of the Prompts. Wir haben uns das Tool, was uns wahrscheinlich am meisten bringt, dafür vorgenommen. Das ist ChatGPT. Und wollten vor allem darauf setzen, in unsere Use Cases zu gehen. Also wo würde denn ChatGPT in unserem Arbeitsalltag helfen? Was gibt es da für Varianten, für Ideen, für Anwendungsmöglichkeiten, damit diese wirkliche Nutzbarkeit und diese wirkliche, ja, das kann ich jetzt sofort in meinen Arbeitsalltag integrieren, dieses Mindset bei uns so breit wie möglich gestreut wird. Deswegen, genau, gab es die Zielsetzung, dieses Tool kennenzulernen und zu testen. Das war von der Einstiegshürde so gering gehalten, dass wir halt wirklich mit, wie installiert man, also wie ist der Login für ChatGPT und wie kommen wir da rein, angefangen haben und uns vier Aufgaben überlegt haben, womit man
diese Varianten dieses Tools und eigentlich diese großartige Breite an einer zweiten Meinung, die das Tool uns geben kann, mitnehmen kann. Als Zielgruppe hatten wir alle AI-Interessierte. Das liegt ein bisschen daran, dass jeder von uns in irgendeiner Situation irgendwas mit Texten zu tun hat, seien es die ProjektmanagerInnen bei E-Mails oder Angeboten formulieren, seien es die Creatives, die Copywriter bei catchy Headlines oder bei knackigen Formulierungen für gewisse Marketinganzeigen, wie auch immer, seien es jetzt in unserem Fall die Medicals, die zielgruppengerecht komplizierte Inhalte aufarbeiten müssen, oder die Strategen, die sich festlegen, welche Schritte brauchen wir denn, um ein Projekt gut zu starten, um einen Projekterfolg sicherzustellen. Und aus all diesen Bereichen wollten wir einfach sinnvolle Aufgaben zusammensammeln. Und daraus ist dann diese Agenda entstanden, die ich euch mitgegeben habe. Wir haben angefangen mit einer Einführung in das Prompten und die Möglichkeiten mit ChatGPT. Das hat so 10 bis 15 Minuten ungefähr in Anspruch genommen und war halt, wie man das aus klassischen Workshops kennt, eine Rahmung, ein Framing, was uns dann jetzt da alles erwartet. Und dann haben wir uns in der Erstellung dieser Aufgaben aufgeteilt und jeder der OrganisatorInnen, die da dabei waren, hat sich um eine Aufgabe gekümmert. Diese Aufgaben waren, eine E-Mail zu verfassen im Stil von Markus Hanauer, das ist unser Chef. Und unser Chef schreibt regelmäßig mal E-Mails an die ganze Firma und die hatten wir als Input genommen, um ChatGPT seine Tonalität analysieren zu lassen. Welchen Satzbau verwendet er? Welche Formulierungen verwendet er oft? Was sagt die Tonalität so im Sinne von motivierend oder aufrührerisch, wie auch immer, aus? Und haben dann angefangen, selber E-Mails zu einem Thema zu schreiben, nachdem wir eben dieses Tool mit dem Input Markus, nenne ich es jetzt mal, gefüttert haben und da einfach so ein bisschen rumzuprobieren. Die zweite Aufgabe war ein kreativer Einstieg in eine Veranstaltung. Wir hatten einen Workshop geplant, da stand die Agenda als Input zur Verfügung, da standen gewisse Materialien, die da besprochen werden sollen, zur Verfügung und das Tool hat uns geholfen, eine Rahmung zu erstellen und Fragen zu generieren und einfach Bock auf diesen Workshop zu machen. Die dritte Aufgabe war so ein Deep Dive ins Copywriting. Da hatten wir ein aktuelles Problem bei SpiritLink im Sinne von einer aktuell laufenden Kampagne, die wir betreuen, wo es darum geht, okay, wir haben den Content quasi fertiggestellt und wir möchten jetzt damit anfangen, das in coole Headlines und in coole Sublines zu verwandeln. Und da haben wir verschiedene Varianten kennengelernt mit, gib mir 10 Varianten als Gedicht, 10 Varianten als Sprichwort und in solchen Dimensionen gedacht und das Tool ausprobiert. Und die letzte Aufgabe, die wir geplant haben, zu der wir aber aus Zeitgründen nicht gekommen sind, das kommen wir gleich zum Feedback, war Zielgruppenarbeit. Also wir haben aus dem Internet, aus diversesten Beschreibungen einer gewissen Facharztgruppe uns diese Aufgabenprofile, diese Tätigkeiten, alles, was an Sekundärliteratur zur Verfügung steht und an Primärliteratur öffentlich zugänglich ist, uns zusammengestellt und daraus mit dem Tool einen Fragenkatalog für eine aktuelle Marktforschung erstellt. Das war die Idee, um da eben Dinge, die wir auch oft machen, große Zielgruppenbefragungen mit anzustoßen, dafür eben dieses Tool zu nutzen, um verschiedene Varianten an Fragen zu generieren, offen, geschlossen, in bestimmten Abhängigkeiten. Und das war die Idee der letzten Aufgabe. Zusammenfassend war das Lernkonzept auch was sehr Innovatives, was wir gemacht haben. Wir hatten zu jeder Aufgabe eben diese Input-Formate, wie ich schon gemeint habe. Und wir hatten
jeweils drei Teile in der Beantwortung. Also man hatte erst ein bisschen Zeit, selber mit dem Tool rumzuprobieren und quasi ohne weiteren Prompting-Input von außen mal an diese Aufgabe heranzugehen. Dann haben wir einen Slot gehabt, in dem sich immer drei Leute zusammengetan haben und sich gegenseitig austauschen konnten, was haben sie denn gemacht und was kam denn bei ihnen raus und wo sind sie an nützliche Sachen gestoßen, wo sind sie an Grenzen gestoßen und hatten da einen gewissen Zeitslot eingeplant, um eben diese kleinen Gruppenarbeit zu machen. Und am Ende haben sich wieder alle im Plenum getroffen und so, sagen wir mal, die Highlights aus ihren Kleingruppen präsentiert. Insgesamt waren an der Night of the Prompts ungefähr 15 Leute, also ungefähr 20% der SpiritLink-MitarbeiterInnen. Und so hat das System eigentlich super gut funktioniert, um so im Kleinen Erfolge zu erzielen und eben die Hürde vor diesem Tool zu nehmen, Anwendungsmöglichkeiten kennenzulernen und damit auch so ein bisschen die AI in den Alltag übergehen zu lassen. Das haben wir im Feedback auch echt cool gemerkt. Also wir hatten danach eine kurze Umfrage, wie die Leute denn das Format gehalten haben. Sowas gab es ja eben bei uns bisher noch nicht. Und vor allem dieses Lernkonzept kam super an, weil das eben genau da abgeholt hat, wo so die individuellen Hürden und Wissensbereiche der Personen sind. Negative Punkte waren, das war zu lang angesetzt und das hat erst abends angefangen. Also das Night of the Prompts hätten wir fast durchgezogen und das wäre ein bisschen zu lang geworden. Insgesamt haben wir dann quasi Aufgabe 1 bis 3 geschafft und waren dann 2 Stunden gut beschäftigt. Mit einem kurzen Snack dazwischen. Genau, und ansonsten hat diese Veranstaltung wirklich dazu beigetragen, dass bei uns vor allem ChatGPT wirklich in die Breite gegangen ist und jetzt eigentlich, ich würde schon sagen, ein Großteil der Firma in seinem Wirkungskreis schon irgendwie drüber nachdenkt, ob denn die Aufgabe, die gerade vor einem liegt, einen Benefit durch ein AI-Tool erfährt oder halt nicht. Das gibt es schon auch noch. Und damit wäre ich einmal durch die Night of the Prompts durch, was ich mir dazu gedacht habe, und wäre bereit für eure Fragen. Ja, lieben Dank, Patrick. Also ein super schöner Überblick und ich habe so eine ganz spontane Frage. Die große Vorlage, die Night of the Prompts, findet ja einmal im Jahr statt. War das jetzt ein einmaliger Aufschlag bei euch oder etwas, was jetzt regelmäßig stattfindet? Bisher war es ein einmaliger. Geplant ist, dass es öfter stattfindet, aber halt eher nicht als Night. Weil eben das mit dem Abendstermin, der sich dann in die Länge gezogen hat, nicht das wirkungsvollste war, sagen wir mal so. Das heißt, wir sind gerade auf der Suche, das wirklich in den normalen Arbeitstagsslot zu ziehen. Und das gestaltet sich halt mit der Projektarbeit etwas schwierig. Da sind wir gerade an solchen Hürden. Ja, aber ihr würdet so bei der groben Richtung festhalten, also wieder so Use Cases sammeln und dann versuchen, in Einzel- oder und Gruppenarbeit die Use Cases zu bearbeiten, oder? Wenn ich so genau. Wir sind sehr davon überzeugt, dass der große Mehrwert dieser Veranstaltung eben an diesen Use Cases hängt, die einfach genau unsere Arbeitsrealität treffen. Mhm. Habt ihr irgendeine Möglichkeit, das Ganze auch vielleicht festzuhalten oder aufzunehmen oder zu dokumentieren, also um vielleicht Dinge auch mal für die nicht dabei waren, zur Verfügung zu stellen? Mhm. Diese ganzen Chats sind ja archiviert, die die Personen gemacht haben. Also man hätte alles quasi in einem Concept Board oder einem ähnlichen Tool sammeln können, was halt bei jedem Output eben rauskam und das noch entsprechend bewerten und allen zur Verfügung zu stellen, die nicht dabei waren, haben wir in dem Fall nicht gemacht, weil wir gedacht haben, diese Fülle an Informationen wäre jetzt irgendwie zu viel, um da dann, ohne dass einer jemanden durchführt, da irgendwie einen Mehrwert rauszuziehen. Ja, verstehe.
Weil der Vorteil schon auch ein bisschen ist, dass man selber dran gearbeitet hat und da selber reingehackt hat und Quatsch produziert hat und so. Habt ihr die offene Version benutzt, also 3.5 oder 4? Oder wie seid ihr da rangegangen? Gute Frage. Ich glaube, wir haben die offene Version benutzt, weil ja eben jeder seinen eigenen Account brauchte. Das heißt, die offene Version kriegst du ja mit quasi einer Anmeldung über deine Handynummer und deine E-Mail. Und so konnte quasi jeder auf seine Version arbeiten. Ja. Dankeschön. Also ich bin so meine ersten drei Fragen losgeworden. Ich gucke jetzt mal in die Runde. Bitte um Handzeichen. Oder einfach das Mikro nehmen. Die Christine ist es, glaube ich. Die hat die Hand gehoben. Sehr gerne. Ja, dankeschön. Ich habe mich ein paar Minuten zu spät eingeloggt und habe vielleicht deshalb es nicht gehört. Hattet ihr einen Experten dabei oder wart ihr alle mehr oder weniger auf dem gleichen wir wollen es mal ausprobieren Niveau? Wir hatten keinen externen Experten dabei. Wir haben bei uns in der Firma so ein paar, ich nenne es jetzt mal Early Adopter, die einfach mehr mit diesen Tools ausprobieren, auch im privaten Bereich mal so ein paar Dinge erzeugen lassen. Und die haben sich das zu Herzen genommen, quasi diese Idee mal in die Breite zu tragen. Es gibt aber über diese Night of the Prompts hinaus bei uns andere Formate, die mit AI zu tun haben. Da kommen auch externe Experten mal rüber aus anderen Agenturen, was die so machen und sowas in der Art. Dankeschön. Markus. So. Ja. Ich wollte eigentlich nachfragen, also bezüglich der Motivation, also ihr habt gesagt, irgendwie ja, 15 Teilnehmer waren. Also generell so, habt ihr da recht viel Werbung dafür gemacht oder ist das irgendwie, gibt es da einen gewissen Schmerz im Unternehmen sozusagen? Oder wie habt ihr das Interesse da angesprochen und habt ihr die Werbetrommel gerührt oder wie ist das generell so gelaufen? Also, wir kommen ja daher, dass es bei uns in der Firma eben eine strategische Stoßrichtung gab, zu sagen, Leute, die AI-Tools werden für uns den Arbeitsalltag verändern und wir müssen uns damit beschäftigen. Und die Night of the Prompts hatte als Bewerbungskonzept sehr, sehr basic level. Also wir haben es bei uns in den Jofixen angekündigt. Wir hatten Posts dazu in den internen Teams und halt eben dann die Möglichkeit, sich quasi via Link eben da anzumelden. Wie gesagt, das Thema war halt, dass es irgendwie abends um 18 Uhr angefangen hat, jetzt diese erste Idee oder 18.30 Uhr. Und das Problem ist halt mit den Abendsterminen, dass man da nicht zwangsläufig alle erreicht, die halt dafür noch Zeit haben. Das dann auch noch nach einem normalen Arbeitstag sich nochmal irgendwie hinter den Rechner zu krallen, ist auch nicht jedermanns Sache. Das heißt, das hatten wir in der ersten Linie, in der ersten Veranstaltung bewusst nicht berücksichtigt, weil wir uns gedacht haben, irgendwo müssen wir mal anfangen und das auszuprobieren und dieses Angebot zu schaffen. Halt auch mit der Maßgabe, wenn das funktioniert, gibt es da gerne weitere Runden. Mit dann entweder anderen Aufgaben oder anderen Tools. Ich glaube, diese Veranstaltung war jetzt Ende letzten Jahres und mittlerweile sind ja keine Ahnung, wie viele Neuerungen und neue Plugins bei ChatGPT und neue Bildbearbeitungs- und Videotools rausgekommen. Da muss man sich halt auch erstmal irgendwie durchwühlen und schauen, was ist wirklich für uns die Tools, die uns am meisten bringen. Und da sind wir auch nach wie vor bei ChatGPT geblieben. Also das ist das, wo wir auch die meiste Kompetenz in der Firma mit steigern wollen. Ich überlege gerade schon, dass schon der Sprung selbst ein GPT zu erstellen, wäre ja schon der nächste Sprung. Jetzt ist gerade irgendwo ein Mikro an. Da müsste mal bitte einer schauen, dass er seine Hintergrundgeräusche etwas steuert. Wenn ich das noch ergänze.
Cornelia, jetzt hast du dich selbst gerade Genau. Wenn ich das noch ergänzen darf, ich hatte den Eindruck, dass das auch noch in einer Phase war von der ganzen KI-Geschichte, wo es für viele Leute gerade so neu war und auch noch ein bisschen verunsichernd. Also man wusste es noch nicht so einzusortieren und es war auch dieser Punkt, das ist für uns wirklich von Relevanz. Also das hat irgendwas mit meinem Job zu tun. Und ich glaube, deswegen war die Motivation von Haus aus einfach sehr hoch. Ich glaube, diese Kurve ist auch schon ein bisschen abgeflacht. Und ich meine, damals 15 Leute, das ist ein Viertel unserer Firma, ne, die da war. Ja, dankeschön. Jetzt habe ich gesehen, der Torben hat die Hand gehoben oder hatte die Hand gehoben. Ja, immer noch. Bei mir ist eine kleine 2 angezeichnet, aber ich lege gern mit meinen Fragen los. Also einmal ist die Frage, das habe ich nicht ganz mitbekommen, wurden diese, sag ich mal, Best Practice oder Good Practice Prompts dann auch nochmal gesammelt am Ende, nachdem die ganzen Gruppen dort ausprobiert haben? Das heißt, das war auf jeden Fall natürlich auch ein interessantes Ergebnis dann wahrscheinlich für andere, okay, erprobt und das ist bei rausgekommen. Ich hatte da bei einer anderen Veranstaltung gefunden, also ich komme ja aus dem Hochschulbereich und da gab es auch so ein Prompt-Labor und die haben dann so einen offenen Prompt-Katalog quasi eingeführt, wo man die dann sammelt. Wie war das bei euch? Also ein Prompt-Katalog in dem Sinne gab es nicht, weil dafür die Anfragen erstmal irgendwie sehr individuell waren, wie man an so eine gewisse Problemstellung rangekommen ist. Das war ja auch ein bisschen das Ziel der Sache, dass es unterschiedliche Wege gibt, die da einen Erfolg generieren. Wir haben uns ein generelles Prompting-Framework dabei mit angeschaut, also wo man drüber nach einem bestimmten Schema angeben kann, was ist denn mein Hauptziel in diesem Prompt, was sind die Bedingungen, wo müssen die im Prompt davor oder danach stehen, wo kann man gewisse Variablen einfügen, wie viele Varianten auf einmal kann man sich erzeugen lassen, je nach Aufgabenstellung. Also wir sind da schon ein bisschen theoretischer an die Sache rangegangen, als jetzt einfach nur drauf los. Das gab es auch. Aber die Theorie dahinter ist auch nicht zu kurz gekommen. Und dieses Framework ist auch weiterhin in der Firma zirkuliert. Super, vielen Dank. Dann habe ich gesehen, dass die Marianne noch die Hand gehoben hat. Ja, und mir gefällt das mit euren Use Cases, dass ihr da so drauf geguckt habt, dass das arbeitsbezogen ist und so die Arbeitsrealität abdeckt. Jetzt habe ich mir gedacht, also gerade in der Agentur glaube ich, dass Herr ChatGPT so das Tool auch ist und viel Zeit sparen kann. Deswegen würde es mich schon interessieren, wie es jetzt weitergegangen ist. Also gut, du sagst, das ist jetzt im Dezember gewesen oder Ende des Jahres, da kann ja natürlich noch nicht so viel sein, aber The Art of Prompting oder Use Cases sammeln und das nachhalten, um zu gucken, was hilft wirklich, wie können wir uns da verbessern. Also ich habe mir so gestern ja eure Formate angehört, Max oder in Teams irgendwie. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig, ist mein Gefühl. So. Ich weiß da nicht, wie weit ihr gestern in die ganzen AI-Spezifika eingestiegen seid. Aber diese Austauschkanäle in Teams und dieser monatliche Termin, die sind krass besucht und krass frequentiert. Also da landen unglaublich viele Use Cases in dem Kanal täglich, wo Dinge ausprobiert wurden, wo Dinge mit AI erstellt wurden, die dann irgendwie weitergegangen sind in den Projekten, wo Neuigkeiten auftreten, wo jemand wieder irgendein anderes Tool ausprobiert hat und jetzt plötzlich einen Kollegen von uns als Avatar irgendwie in Videos packt. Also da ist schon einfach eine große, große Flut an Möglichkeiten aktuell da, mit diesen ganzen Tools umzugehen. Das wird auch bei uns, das ist ziemlich nice, von der Geschäftsführung entsprechend unterstützt. Wenn man mal ein Tool ausprobieren will, gibt es den Account und so weiter. Und
diese Formate, die der Tom da eben auch mit präsentiert hat, sind super dankbar und super weit angenommen. Wir sind gerade so intern dabei, für uns dann mal wirklich zu sortieren, welche der Tools, die jetzt gerade entstehen und im Markt verfügbar sind, sind eigentlich die, wo wir uns große Expertisen aufbauen möchten, also neben ChatGPT. Und welche sind die, die halt irgendwie da sind, aber wo jetzt zum Beispiel nicht jeder aus der Bildbearbeitung oder so wissen muss, wie man dieses Tool bedient. Das ist gerade so die große Herausforderung, so eine Übersicht zu erstellen, mit was beschäftigen wir uns mehr und was weniger. Und dafür sind diese Formate gerade echt dankbar und groß unterwegs. Ja, danke schön. Mich interessiert noch, wenn ihr da die 15 Leute zusammen hattet, gab es da auch welche, die so noch gar keine Erfahrung hatten? Konnte man die auch in dieser Maßnahme irgendwie fit machen? Gar keine Erfahrung hatten wir, glaube ich, gar nicht, weil wir hatten vor dieser Night of the Prompts ein anderes Lernkonzept, um mit den Tools mal in Kontakt zu kommen. Und das waren so 1:1 Sessions. Also da ging's, haben sich diese Early Adopter aus der Firma quasi jeden aus der Firma in so einem Halbstundentermin geschnappt und einmal durch diese Welt geführt, die uns da jetzt zugänglich ist mit ChatGPT und Midjourney und Bing, sodass die Oberfläche schon mal nicht fremd war. Und man, ja, keine Ahnung, wusste, dass es eine Textzeile gibt und dass man da was eingeben kann und dann kommt was raus und so. Also wirklich ganz Neulinge hatten wir meines Wissens nicht dabei. Was ich so aus eigener Erfahrung noch dazu beisteuern kann, ich war natürlich Teilnehmerin auch an dem Abend und ich fand es mega cool, A, das erst selber ausprobieren zu können und dann zu merken, das klappt ja gar nicht und wie geht das jetzt und dann so auf die Probleme zu stoßen und die ganz frisch auf der Hand zu haben, sich dann mal zusammenzutun, vielleicht weiß da schon jemand irgendwas, wenn man in der Dreiergruppe ist und dann aber nochmal im Plenum zu hören, okay, was gibt es denn für, ich sage mal in Anführungszeichen, Musterlösung, weil die Musterlösung gibt es nicht, aber es gibt dann Tipps von jemand, der das halt schon öfter gemacht hat, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und da habe ich mir so unglaublich viel mitgenommen. Ich habe da also wirklich einen Riesensprung gemacht an diesem Prompting und ganz viel grundsätzliche Dinge mal verstanden. Also für mich, ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, war es echt mega wertvoll. So, ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit meiner Kamera hier, aber ich versuche mal so einen kleinen Bogen zu schlagen, weil was wir vielleicht im Nachgang noch hinkommen könnten, und das fiel mir auch gestern bei dem Vortrag von Thomas ein, wir mal vielleicht so Formate, so etwas zu sammeln. Der Torben hat gerade noch mal das Prompt-Labor, ich meine von Hochschulforum Digitalisierung und Stifterverband erwähnt. Es gibt noch sehr viele Seiten, fällt mir gerade, sehr viele Beispiele auf der Seite vom E-Bildungslabor von der Nele Hirsch, also die auch so verschiedene Herangehensweisen mal an das Thema KI in Gruppen mit verschiedenen Use Cases und so weiter beschreibt und da ganz spannende Formatideen drumherum entwickelt. Ich glaube, so ein Karl-Heinz, so ein LernOS-Leitfaden entsteht auch gerade, der auch nochmal so einen Rahmen bietet, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also vielleicht schaffen wir es ja mal in den nächsten Tagen, so ein paar Ideen zusammenzutragen auf der Formatebene. Also wie kann man sich in unterschiedlichsten Konstellationen, mit unterschiedlichen Zielgruppen, mit wahrscheinlich unterschiedlichen auch Zeitbudgets diesem Thema nähern? Ich glaube, da passiert gerade ganz, ganz viel und wahrscheinlich noch viel mehr, als wir uns jetzt hier gerade zugerufen haben, auch in der Runde, ohne dass wir jetzt die Möglichkeit hatten und haben, das alles mal so mitprotokollieren zu können oder mitführen zu können. Also das vielleicht so als Bogen über den Termin heute hinaus, ne? Aber kann man sagen. Ja, mich fasziniert auch das, was du soeben sagtest, Patrick, dass ihr praktisch die Early Adopter verwendet habt oder dass die sich alle selber die Zeit genommen haben, mit jedem einzelnen Spirit Link Mitarbeiter
eine Session zu machen, so Einstimmung, wir können mal zusammen drüber reden. Also das ist ja so ein Modell, ich träume ja davon, wenn wir sowas in der Corporate Learning Community mal hinkriegen würden. Denn wir haben ja auch eine ganze Reihe von Leuten, die sich schon relativ intensiv mit KI beschäftigt haben. Und wenn man dann anderen es erklärt, lernt man ja selber auch nochmal dabei. Also das ist ja auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, danke für die Anregung. So, mit Blick auf die Zeit, wir wollen sie auch nicht überstrapazieren, wenn sich alle nur die halbe Stunde oder die halbe Stunde eingetragen haben im Kalender. Patrick, Cornelia, Patrick, vielen Dank für den Überblick. Ich denke, wir haben ein tolles, spannendes Format kennengelernt. Also das nehme ich mal so auf meine große Liste drauf, um mal die verschiedenen Konstellationen einfach sich an solche Vorbilder erinnern zu können. Ich glaube, die Frage war mal eben im Chat, ob ihr da irgendwas teilen könnt oder dokumentieren könnt, aber ihr habt ja schon so ein, zwei Slides, glaube ich, gestern auch hochgehalten. Heute nochmal, da hat man ja schon so ein bisschen Rahmen. Ne? Ich kläre nochmal, was wir alles noch einstellen können und wir werden es dann auf der Unternehmensseite auf Co-Learn einfach alles einstellen, was wir teilen können. Super. Mache ich in dieser Woche auf jeden Fall. Sehr schön. Cornelia, wir würden uns, wenn alles gut läuft, morgen ja schon wiedersehen, oder? Mhm. Genau. Da geht es früher, glaube ich, ne, auch. Genau, da geht es um 11.30 Uhr los bis 12 Uhr. Meine Kollegin, die Julie Barmentlo, wird da unsere Projektformate vorstellen. Das ist so in die Richtung Retrospektive. Und da werden wir auf jeden Fall auch unsere Fragen anschließen, die uns noch sehr umtreiben, nämlich wie man die Learnings aus den Projektteams in die ganze Firma denn teilen und verbreiten kann. Und da hoffen wir sehr auf euren Input dann auch, also im Nachgang auch an die Session morgen. Genau. Dankeschön. Da gibt es auch schon so eine kleine Frage, die du vorbereitet hast auf der Co-Learn-Seite. Also genau. Wer da schon mal vorweg sich so ein bisschen warm laufen will, der kann da mal drauf schauen und vielleicht schon erste Ideen oder Antworten direkt da reinschmeißen in die Runde. Dann würden wir die morgen vielleicht aufnehmen direkt. Das war super. Wäre super. Ja, da freuen wir uns. Ansonsten ein herzliches Danke in die Runde. Wenn es noch Fragen gibt, dann wären jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, die loszuwerden. Ansonsten gleiten wir jetzt einfach in den Mittag oder in die Arbeitszeit oder was auch immer über. Herzlichen Dank an die Referentinnen und an die Teilnehmerinnen. Und ich bin mal ganz optimistisch und sage bis morgen. Dankeschön. Tschüss. Bis morgen.